Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich wieder ein Video für euch und zwar habe ich heute ein Multipack der Road to UEFA Euro 2020 und ein Premium Gold Booster auch von der Road to Euro 2020. Ja, ich werde mal sagen, jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. Ja, heute mal zwei Sachen auf einmal in einem Video und das auf meinem Kanal. Ja, und als erstes mal möchte ich euch mal darauf hinweisen, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst und auch keinen Livestream mehr. Und vergesst nicht hier auf dieses Video zu liken, bis der Button blau ist. Ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen erstmal mit dem Multipack an und dann kommen wir zu dem guten Premium Gold Booster. So, mal schauen, ob ich so aufbekomme oder ob ich mein Messer holen muss. Aber ich glaube, ich hole lieber mein Messer. So, hier. Zack. Dann öffnen wir diesmal. Und zwar ist das hier das Multipack mit Ivan Perisic. Erstmal den Müll hier. So, ich weiß ja nicht. Mal gucken, ob wir den gleich schön abbekommen. Ah, die Booster, naja. Also ein Multipack kostet 4,90 €. Seht ihr ja hier oben. Da sind dann 5 Booster da drin. Und halt die Limi. So. Ja, gibt da schon kaputt hier. So, die Limi, keine Ahnung. Probieren wir mal ganz leicht hier. Meistens bleibt trotzdem immer noch was hängen. Das ist immer typisch hier bei Panini. Die kriegen das nicht auf den Abel, das mal zu ändern. Ja. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Ganz leicht noch hier. So, hier ist dann Ivan Perisic. So, das kann man zur Seite machen. In den Müll. So, dann beginnen wir mit dem ersten Booster. Also hier kann ich euch nichts mehr zeigen, aber hier glaube ich. So. Soul. Öffnen wir den Booster mal. Und ja. Hier kann ich euch nochmal zeigen. Na? 225 Teammates, also Karten. Dann 144 Special-Karten. 63 Fans. Eine im zweiten Pack. 54 Power-Up, eine in jedem vierten Pack, 9 Rares, eine in 20, in jedem 20. Pack und 18 UEFA Nation Leagues Karten, eine in jedem siebten Pack. Jo. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier einmal Tamás Kádár von Ungarn oder was das ist. Dann haben wir hier die nächste, da haben wir Fans Favorite Simon Kjær von Dänemark. Die machen wir mal hier hin. So, dann haben wir als nächstes Zeril oder was weiß ich, wie der ausgesprochen wird, von Irland. Dann haben wir hier Bakasetas. Dann hier Thomas Lamm. Und Dele Alli. So, wenn ich nochmal in den Kommentaren sehe, dass das unnötig ist, hier Booster aufzumachen, dann werden die direkt gelöscht. Also, letztens hatte ich einen, ja, es ist unnötig, hier Booster zu öffnen, das, ja. Hier haben wir Zavellas.
Dann haben wir hier Rising Star Frankie de Jong. Dann haben wir hier Breel Embolo von der Schweiz, genau. Dann haben wir Rui Patricio von Portugal. Dann haben wir hier Vasilis Barkas von Griechenland, glaube ich. Dann haben wir hier Daniel Calvaral von Spanien. Ihr müsst ja die Videos nicht schauen, wenn ihr nicht wollt. Es ist keiner gezwungen. Andere wollen es gerne sehen. Oh ja. Dann haben wir hier noch Canalulu von der Türkei. Dann haben wir hier Fetzerit Matuidi von Frankreich. Dann haben wir hier Donnarumma von Italien. Dann haben wir hier Lobotka von Slowenien. Dann haben wir hier Verratti von Italien. Und hier haben wir noch Vertonghen von Belgien. Oh, hier ist schon irgendwas mit der Ecke. Putt-putt. Dann noch zwei Booster und dann kommen wir zu dem Premium Gold Booster. Ja, die Bundesliga ist jetzt vorbei. Jetzt kommt am Wochenende noch der DFB-Pokal. Oh. Eine schöne Karte drin. Die hebe ich mal bis zum Schluss auf. So, hier haben wir Bernardeschi von Italien. Dann haben wir hier von Norwegen Rune Jahrstein. Dann haben wir Paul Pogba von Frankreich. Dann haben wir Lovren von Kroatien. Falls ihr euch denkt, warum meine Haut so rot ist, das ist von meiner Krankheit. Also, ich hoffe, euch macht das nichts. Ansonsten ziehe ich nächstes Mal wieder meine Handschuhe an. Hier haben wir Christensen von Dänemark. Und hier haben wir Power-Up Keyplayer Isco. Die sieht ja mal auch cool aus. Gefällt mir. Und dann kommen wir schon zum letzten Booster vom Multipack. Na, komm schon. So. Hier haben wir Lukas Radecki von Finnland. Die mache ich mal ganz nach hinten. Dann haben wir hier Dimitris Pelkas von Griechenland, glaube ich. Dann haben wir hier Robinson von Irland. Dann haben wir Raphael Varane von Frankreich. Dann haben wir hier Matthias Jorgensen von Dänemark. Und hier haben wir eine Rare. Und zwar haben wir hier Pepe. Aber ich glaube, die habe ich schon. Ich kann ja mal gucken gerade. So, wo habe ich denn die Rares? Hä? Ach, die sind ganz hier hinten. Ja, die habe ich schon. Verdammt. Verdammt. Na. Also, wenn jemand tauschen möchte, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Was war das Multipack? Dann machen wir mal noch hier diesen hier auf. Zack. Aufreißen. So, ein Premium Gold Booster kostet 10 Euro. Das seht ihr hier. 9,99. Dann dieses enthält eine exklusive Limited Edition Online Card. Dann drei exklusive Premium Gold Limited Edition Cards. Jo. Dann denke ich mal, öffnen wir das gute Teil mal. So. Das kann auch wieder in den Müll. Und dann. Zack.
Komm schon. Oh, geht aber böse auf. Dann machen wir es ganz leicht hier. Zack. Jetzt müsste ich aufkriegen. Jo. So, mal schauen, dass ich euch nicht gleich direkt alles zeige hier, weil soll ja noch. Ah ja. Die lege ich mal zur Seite. Das kommt am Schluss. So, hier ist der Booster noch. Also die gibt es auch einzeln, diese hier. Hier sind 10 Karten drin, 6 reguläre Karten, plus 3 Special und eine Limited Edition. Und in dem Premium Gold Booster ist halt noch 3 goldene, ach, wie heißen sie? Ja, die Limited Editions. So. Komm, geh auf. Jawohl. Geht doch. So. Gucken, ob ich hier irgendwas drehen muss. Ah ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. So. Und dann geht's weiter hier mit Marcelo Brozovic von Kroatien. Dann haben wir hier Vytra, oder wie der heißt, von Tschechien. Dann haben wir hier Tosun von der Türkei. Dann haben wir hier Paulsen von Dänemark. Hier haben wir dann Roman Gnoli von Italien. Dann haben wir Thomas Delaney von Dänemark. So, dann haben wir hier Power Up. Dele Alli als Keyplayer von England. Dann haben wir hier Robert Mack von Slowenien als Power Up, also Keyplayer. Dann haben wir hier die Limited Edition, Premium Limited Edition, und zwar Leonardo Bonucci von Italien. Und hier haben wir eine Rare, und zwar Cristiano Ronaldo. Jetzt fehlen mir noch 6 Stück. Ja. So, und dann fehlen noch hier diese Karten. Das ist einmal diese, wo man freischalten kann im Spiel, also im Handyspiel. Könnt ihr gerne haben. Hier sind die, hier bekommt ihr 20 Coins. Hier unten ist der Code, weil ich spiele es nicht. So, dann haben wir hier einmal Premium Gold Limited Edition von Kevin De Bruyne, KDB. Dann haben wir hier die Limit von Kylian Mbappé von Frankreich. Und dann haben wir noch Van Dijk von den Niederlanden. Jo, das war der Premium Gold Booster. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier eine Rare von Cristiano Ronaldo. Die ganzen anderen Limits. Und hier die Keyplayers natürlich. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video und ciao, Kakao.